Guten Tag, liebe Cookie Owen Freunde. Heute mal wieder eine Folge für die Suppenkasper unter euch. Ja, es gibt eine Selleriesuppe. In der Fall kochen wir auch ein bisschen Wein und was wir sonst so brauchen. Wie das funktioniert, seht ihr jetzt. Für die Selleriesuppe benötigen wir 400 Gramm Knollensellerie, 2 Schalotten, eine Knoblauchzehe, das Weiße von einem Stangenlauch, 50 Gramm Butter, 100 Milliliter Weißwein, 200 Gramm süße Sahne, 4 Esslöffel Olivenöl, gegebenenfalls etwas Petersilie und Salz und Pfeffer. Den Lauch und Sellerie waschen und alle Zutaten schälen und würfeln. Die Butter in einem Topf erhitzen und mit dem Lauch, Sellerie, Schalotten und Knoblauch darin andünsten. Wenn die Zwiebeln glasig sind, mit Weißwein ablöschen, kurz reduzieren lassen und dann mit etwa 300 ml Wasser auffüllen und bei mittlerer Hitze für etwa 30 Minuten kochen lassen. Nun die Sahne hinzugeben, aufkochen lassen, pürieren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Und wer mag, kann sie mit Petersilie und einem Schluck Olivenöl garnieren und dann genießen. Die Suppe ist fertig und sieht lecker aus. Ehrlich gesagt, die hat jetzt noch so ein paar kleine Stückchen drin. Wer das nicht so gerne mag, siebt diese ganze Suppe jetzt noch einmal durch. Aber geschmacklich ist die... Ich mag Sellerie so gerne. Also, es ist ja noch Januar. Aber mit dieser Suppe kommt man auf jeden Fall gut durch den Rest des Winters. Und auf jeden Fall nachmachen, weil dann seid ihr sehr cool. Und auch sehr cool seid ihr, wenn ihr nächste Woche wieder bei uns einschaltet. Muss im Ernst. Seraphin. Ne? Hab es gerade. Richtig gut. Draußen ist Schnee. Ich hab die gar nicht so gut in Erinnerung gehabt. Stefan. Guckt ein bisschen böse.